Schön, dass wir hier sind am Bildschirm mit der Kirche ums Dorf zum zweiten Advent. Heute an dem Sonntag, wo es um eine Hoffnungsbotschaft gehen soll und gehen darf. Von wegen Kopf einziehen, von wegen, ach, das wird nichts. Die Texte des heutigen Sonntags, sie sprechen von Hoffnung. Da wird was kommen, da wird jemand kommen, da wird sich was tun, da wird was passieren. Und das, was passieren wird, ja, es ist ein Wunder. Kann es ein Wunder sein, im Kleinen, im Großen, wie auch immer. Voller Hoffnung ist dieser Sonntag, den wir feiern wollen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, viele von uns sehen dem Weihnachtsfest mit Freude entgegen. Andere können den Blick kaum heben, weil sie unter großem Druck stehen, weil Ärger ihnen das Leben schwer macht oder sie Abschiede nicht verwinden. Breite deinen guten Geist aus unserer Mitte, Herr, und lehre uns, Belastung und Freude miteinander zu teilen. Richte heute, richte alle Tage unseres Lebens auf dich aus, der da kommt, du unser Erlöser. Tröste uns immer wieder. Amen. Unseren Gedanken heute liegt ein Abschnitt aus der Offenbarung zugrunde. Hören wir die Worte von Johannes dem Seher in seiner bildreichen Sprache aus Kapitel 3, die Verse 7 bis 13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu. Und der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es herrscht Kampf in der Welt. Machen wir uns nichts vor.
Und dabei hätten wir es in der Adventszeit so gerne anders. Wir brauchen es nötig im stressigen Jahresablauf. Macht hoch die Tür macht weit. Die alten, schönen Adventslieder, die vier Kerzen am Adventskranz, ein Türchen öffnen am Adventskalender, um dem Weg auf Weihnachten hin Strukturen zu geben und Texte zur Besinnung. Wir brauchen Ruhe im Stress. Wir brauchen gute Aussichten als Gegengewicht gegen die schlimmen Nachrichten von überall in der Welt. Wir suchen Gemeinschaft, wenn sonst oft die Tage einsam sind. Wir brauchen die gute Botschaft. Gott kommt in unsere Welt als kleines Kind im Stall von Bethlehem. Wir freuen uns jedes Jahr darauf. Doch es herrscht Kampf in der Welt. Der Krieg in der Ukraine und im Heiligen Land mit so vielen Opfern, so viel Zerstörung. Und es sieht nicht so aus, als nehmen diese Kriege ein baldiges Ende. Der Klimawandel macht sich bemerkbar in immer neuen Klimaextremen und Klimakatastrophen. Und wie damit umzugehen sei, führt zum Streit in der Regierung. Es führt zum Streit in Familien, wie mit Klimaklebern umzugehen ist. Es führt zu Fluchtbewegungen, die sich nicht aufhalten lassen. Und der Umgang mit Migration führt zu Spaltungen in der Gesellschaft, die Demokratie bedrohen. Und in den Kirchen, in den Gemeinden, da macht sich oft eher Resignation breit. Wir werden weniger. Pfarrstellen werden gestrichen. Kirchengebäude müssen aufgegeben werden. Freie Gemeinden haben Zulauf, aber die traditionellen werden älter und weniger. Und diese Entwicklung lässt sich ja auch nicht in der Adventszeit draußen vor der Tür halten. Wie war das damals, als das Buch der Offenbarung des Johannes entstand? Damals, am Ende des ersten Jahrhunderts, da waren die jungen Christengemeinden sehr bedrängt. Die römischen Kaiser installierten den Kaiserkult, um das multikulturelle römische Reich zusammenzuhalten. Wer nicht dabei mitmachte, den Kaiser als Herr und Gott anzureden, zog Misstrauen und Verdächtigungen auf sich. Der Seher Johannes saß in der Verbannung auf der Gefangeneninsel Patmos. Und wie wir es aus den Erzählungen aus der Nazizeit kennen, war es für die Christen natürlich die Frage, wie strikt enthalte ich mich jeglicher Angleichung an das politisch Geforderte und nehme dafür Gefahr für Leib und Leben für mich, aber auch für die Familie in Kauf. Wie viele Kompromisse bin ich bereit zu schließen, um diesen Verfolgungen zu entgehen? Dass das zum Konflikt in den Christengemeinden führte, ist klar. Standhaft bekennen oder Kompromisse schließen. Was ist für Christen gefordert? In den Sendschreiben an die sieben Gemeinden in Kleinasien, die am Beginn des Buches der Offenbarung stehen, wird klar, wie verschieden die Gemeinden in dieser Konfliktsituation leben. Der Seher Johannes kennt wohl die Situation in den Gemeinden. Er möchte sie stärken, ihnen Mut machen mit symbolischen Bildern, die sie aus der hebräischen Bibel kennen. Er will sie aber auch zurechtweisen. In den Sendschreiben lesen wir zum Beispiel: Ihr kommt euch reich vor, aber in Wahrheit seid ihr ärmlich. Oder ihr kommt euch lebendig vor, seid aber in Wahrheit tot. So heißt es über andere Gemeinden. Und Philadelphia? Über diese Gemeinde hören wir nur ein Lob. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Was für ein Lob und was für eine Zusage. Da wird also eine Gemeinde nicht wegen ihrer großen Kraft gelobt oder wegen ihrer starken Ausstrahlung oder wegen ihres großen Erfolgs, sondern da wird in den Vordergrund gerückt, was sonst lieber verschwiegen wird. Ihr mit eurer kleinen Kraft seid treu geblieben. Ihr habt Gottes Wort bewahrt.
Habt euch treu zum Gottesdienst getroffen. Habt nicht mitgemacht bei den attraktiven Festen und Feiern und Angeboten für großes Ansehen. Wahrscheinlich hattet ihr oft das Gefühl, dass eure Kraft zu klein sei, dass ihr zu wenige seid, dass euch alle Türen verschlossen seien. Aber Gott offenbart euch Erfreuliches. Er hat euch die Tür aufgetan, die Tür zu seinem Reich. Dort werden alle Tränen abgewischt. Dort hört alle Gewalt auf. Dort gibt es keine Angst mehr vor Unterdrückung, Gemeinheit und Hass. Und niemand kann diese Tür zuschließen. Menschen nicht, Konfliktparteien nicht, Leute, die sich ihrer Kraft rühmen, nicht. Kaiser schon gar nicht. Ja, auch nicht die Mächte, die euch von Gott abschneiden wollen, nicht. Niemand kann diese Tür abschließen. Gottes Kraft ist stärker. Das werdet ihr erfahren. Darum gilt, bewahrt diese Treue, haltet durch, auch mit eurer kleinen Kraft. Wie stark breitet sich in unseren Gemeinden zurzeit manchmal die Resignation aus? Wir werden immer kleiner und unwichtiger. So viele treten aus der Kirche aus, fangen nichts mehr mit dem Glauben an. Oder sie sind einfach wütend über die Heuchelei, dass Nächstenliebe gepredigt wird und Missbrauch geübt und auch noch gedeckt wird. Wir sind nur ein paar Alte im Gottesdienst, heißt es oft. Wo ist da noch Kraft? Wo ist da noch Mut? Wo ist noch Heiliger Geist spürbar? Und dann höre ich diese Zusage. Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt. Vor dir habe ich eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Da höre ich heraus, ja, es mag gut und ermutigend sein, wenn es große Gottesdienstevents gibt, die auch jüngere Menschen begeistern. Aber ihr mit eurer kleinen Kraft, ihr wenigen, die ihr treu betet füreinander, die ihr treu eure Losungen lest, die ihr euch im kleinen Hauskreis austauscht, die ihr treu zum Gottesdienst kommt, die ihr treu zum Posaunenchor oder zum Kirchenchor kommt, ihr, die ihr treu die Kirche sauber haltet und schmückt, ihr, die ihr treu im Presbyterium Verantwortung übernehmt, euch nimmt Gott mit Freude wahr. Eure kleine Kraft ist eine Kraft. Sie kann von Gott immer wieder erneuert werden. Diese kleine Kraft, wenn ihr sie nicht verachtet, sondern euch treu darin unterstützt, wenn ihr immer wieder neu um Gottes Kraft bittet. Diese kleine Kraft reicht, die bereits aufgeschlossene Tür zum Himmelreich zu öffnen. Manchmal zweifeln wir daran. Da ist es gut, wenn wir uns immer wieder austauschen mit Freunden in Ostdeutschland, die in den Zwängen des DDR-Regimes als Christengemeinden durchhalten mussten. Gesegnet ist die kleine Kraft, die aus der Kraft Gottes und aus der Kraft des Wortes Gottes sich speist. Und die Erinnerung an diesen Segen wird uns auch durch diese Adventszeit begleiten. Amen.
Lass uns für bitte halten. Gott, sie sagen, du kommst. Du kommst in unsere Welt. Du wirst uns erlösen. Du wirst uns und die Welt verändern. Wir warten auf dich. Wir heben den Kopf und halten Ausschau nach dir. Heute bitten wir für Menschen, denen es schwerfällt, aufzusehen, den Kopf zu heben, ihn hochzuhalten. Die Last des Lebens drückt sie nieder. Wir bitten dich, richte sie auf. Wir bitten für Menschen, die auf der Straße wohnen. Sie haben kein Obdach. Sie gehen mit gesenktem Blick durch die Straßen, immer nur den nächsten Schritt vor Augen, die nächste Stunde. Wir bitten dich, richte sie auf. Wir bitten für Menschen, die in der Pflege arbeiten. Ihre Arbeit ist so wichtig, ohne sie geht es nicht. Allzu oft kommen sie an ihre körperlichen und seelischen Grenzen. Wir bitten dich, richte sie auf. Wir bitten für Menschen, die auf der Flucht sind. Sie suchen Sicherheit und eine Zukunft. Sie fürchten den Blick zurück. Wir bitten dich, richte sie auf. Du Gott kommst in unsere Welt. Du richtest uns auf und wir sehen dir entgegen. Darauf vertrauen wir, Herr, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. Geht, geleitet und begleitet unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.